Yes. Hast du mich betrogen? Wir kommen jetzt im kalten, düsteren Hamburg und es geht rein in die warme Türkei. Nach Antalya, Kasch heißt es dort. Wir haben dort eine sehr geile Villa gemietet, auf jeden Fall. Josh ist richtig geflasht, guck mal seine Augen. Und ja, ein bisschen den Alltagstrott entkommen, ein bisschen abschalten, ein bisschen worken, ein bisschen Ads drehen, ein bisschen YouTube-geilen Content, die den hier drehen. Und ja, bleibt gespannt. Wir versuchen gerade hier das Auto zu organisieren. Oh, hier ist doch offen. Hallo. Da ist keiner drin, Bro. Wir wollen 24-7 arbeiten, haben die gesagt. Da gehen wir jetzt auf die Spur. S-Klasse soll es sein. Geht nicht oder was? Nee. Aber hier steht noch eine WhatsApp-Nummer. Ja, wir haben hier unseren Wagen. Mit dem werden wir jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen reisen. Seid ihr ready zum Einsteigen? Mhm. Komm. Steig ein. Dennis, wir waren die letzten Tage, wo wir einmal einen Theos essen, der hat fast einen Orgasmus bekommen. Von diesem, was war das? Rumpsteak, T-Bone Steak, was hattest du? Porterhouse. Porterhouse Steak, okay. Ja. Mein Ziel ist es, irgendwas Krasseres hier zu finden, weil ich war ja in Istanbul auch ein paar Monate, waren da in Creme de la Creme Läden drin. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie es hier noch besser hinbekommen. Und den will ich überzeugen. Jetzt geht's erstmal ab nach Hause. Wir stellen euch gleich die Villa vor. Ja, wild aus. Okay, crazy. Ah, hier ist oben. Ja, zwei Stockwerke. Interessant. Ich dachte, es wäre unten. Küche. Digga, hier kann man auch geil sogar kochen, wenn man es wollen würde. Aber will ich nicht. Wie sieht es unten aus? Hier ist das Hammam. Sieht auf jeden Fall wild aus. Ey, ich bin ja das Höchste, oder? Nee, Jungs, lass mal jetzt echt Session machen, Digga. Scheiß auf Schlaf. Okay. Krass. Boah, Junge. Mit Liege im Pool? Mit Liege im Pool, Digga. Ich schwör's dir. Ja. Mach deine Welt zum Trainingsort. Das ist dann mal ein Energietank. Wir hatten hier gerade den Kellner, der hatte uns in einer Plastikflasche dieses Wasser eingefüllt und das ist so ein bisschen hier, ein bisschen mehr High Class sozusagen. Da ist mir direkt die Idee gekommen, ey, wie könntest du das Upgrading direkt das Drei- oder Vierfache verlangen, wenn du ganz einfach eine geile Glaskaraffe hast, wo du das Wasser reinkippst, weil das Wasser, was sie hier haben, kostet 50 Cent, 1 Euro, aber sieht dann direkt nach 5 Euro aus, 7 Euro das Wasser. Wenn dann eine gute Karaffe kommt oder der Typ kommt, so kann man das auch ähnlich im E-Commerce machen natürlich, wenn man das gut platziert und genau weiß, was die Strategien dafür sind. Und dafür helfe ich dann wieder. Dennis, was sagst du jetzt? 1 bis 10? Ich würde jetzt Bargeld geben. 7 Euro? Ja, von 10. Ja. Ah, okay. Das ist schon fair. Besser, weil... Ja, neues Startup von Google auf jeden Fall. Würde ich euch nicht empfehlen, ne? Markenrechtsverletzung auf jeden Fall. Nicht nur Google Fonts abmahnen Welle, sondern auch hier Google Fashion. Also aufpassen, ne? Hey! Junge! Digga! Helps ist weg, Digga! Nein, Mann! Nasodavir! Nasodavir! Geht nicht, Bro. Doch, natürlich. Nicht locker lassen, dass er wegfliegt. Aufdrehen, hochdrehen. Ah. Tschusch! Ja. Spaß. Deswegen langsam und Deckel festhalten. Aha. Das war toll, Digga. Wie viel Power ist da drin, Alter? Krass, ne? Aber krass. Das Geräusch ist voll geil. Das Geräusch macht sich nicht der Champagner. Wie schmeckt denn der edle Tropfen? Boah, okay, riecht anders. Ey, Mick, komm mal schnell. Taste-Test. Riech mal.
anders ein bisschen. Ist auch goldener von der Farbe her. Ist geiler, safe. Bisschen süßer. Ist echt süßer. Besser. Krass, ist echt süßer. Ja, safe geiler. Favorite. Pappst du im Champagne? Ich hatte gerade wieder einen neuen Interessenten, der hatte sich eingetragen auf meiner Webseite und der hatte mich über YouTube gefunden und ist sehr überzeugt. Und wir sind auf ein Thema gekommen und zwar, der war bei einem Coach und hat da 6.000 bezahlt und das sollte eine Laufzeit von 6 Monaten sein. Einfach nach 2 Monaten hat er nicht mehr die Leistung erbracht, der Coach in dem Fall. Und der Teilnehmer jetzt oder der zukünftige Teilnehmer, der es wird, ist sehr unglücklich darüber natürlich und abgefuckt. Und ich denke mir, ey, selber schuld, weil du hast es nicht ordentlich validiert und dafür habe ich genau heute erst wieder YouTube-Video gemacht. Das müsste schon fertig sein, wenn ich diesen Vlog hier hochgeladen habe. Und daran kannst du einfach erkennen, woran erkennst du schlechte Coaches. Und dieser Coach hatte zwar einen YouTube-Kanal, aber es ist so oberflächlich. Oder auch der Flex die ganze Zeit nur auf seinem Instagram-Kanal. Hat zwar übelst das geile Leben so, aber wenn du schon so viele Kunden aufgenommen hast, warum hast du noch nicht so viele Kundenergebnisse? Also die Relation stimmt nicht. Deswegen fangt an, mehr nachzudenken und nicht dieses Nachdenken abzugeben so viel. Das wollte ich einfach nochmal mitgeben, jetzt gerade so spontan. Also fangt an, mehr nachzudenken und das ordentlich auf jeden Fall zu validieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sehen uns gleich wieder. Was ist das alles? Das sind die Kerne da drin. Jetzt essen wir hier ein bisschen Kaktus. Kaktusfrucht. Nee, ich will nur ab. Boah, schmeckt echt geil. Das schmeckt echt wie Wassermelone, oder? Probier mal, beiß mal ein. Ja, hab ich schon. Ja, wie Wassermelone. Aber irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. You ready? Ready. I am ready. Go. Ready, Freddy, go! Go! Yeah. Okay. Oh, das ist geil! Also, das wird ein bisschen gefährlich, ich weiß. Jawasch. Okay, Jawasch. Yes! Mick! Thank you. Also, warum ist das so brutal, Granatapfel? Es ist ein Bestandteil, richtig viel Antioxidantien drin, gerade in der Erkältungszeit, jetzt gerade in Deutschland. Und ich habe jetzt mehrmals auch Teilnehmern teilweise da schon geholfen, das hört sich jetzt überspitzt an, aber schneller gesund zu werden auf jeden Fall. Auch zu, auch wegen Covid und alles. Hatte ich jetzt auch schon zweimal die letzten 1,5 Jahre oder ein Jahr. Und da habe ich eine Formel, die mir richtig gut geholfen hat, schneller gesund zu werden. Nicht nur bei Covid, auch davor schon mit Fieber, mit Grippe, mit allem. Und zwar einmal Granatapfel, entweder als Saft, purer Saft oder Granatapfel essen, Ananas viel und Kiwi. Und wenn man noch kann, die extra Meile gehen will, beim Reformhaus gibt es noch Zistus und Kanustee, kann ich jedem empfehlen, weil ohne Scheiß, du musst es unternehmerisch betrachten. Wenn du im Jahr, einen Monat mal krank bist, dann verlierst du halt auch viel Umsatz, viel Gewinn und nicht nur das, auch Lebensfreude. Deswegen cheers auf die Gesundheit und wenn du gerade krank wirst, das ist eine sehr gute Vorbeugung oder dass du schneller gesund wirst, probier es aus. Granatapfel, Kiwi, Ananas und Zistus in Kanustee. Deswegen bleib gesund, ist wichtig, weil dir bringen Millionen nichts auf dem Konto. Wenn du auf einmal krank wirst, dann hast du nur noch ein einziges Ziel, gesund werden. Deswegen salut! Ja, wir hatten gerade jetzt wieder einen Marketing-Talk, wie es halt immer ist. Das Brain schläft nie, man redet immer über die Arbeit und wir lieben halt Marketing alle, weil das eine tiefe psychologische Sache ist. Und hier war ein witziger Fall mit Pepsi und Cola und zwar, hier hatte Pepsi eine Werbung, We wish you a scary Halloween. Und da ist diese Pepsi-Dose, die sich verkleidet als Cola-Dose, ne? Also ein bisschen gefrontet natürlich an Coca-Cola. Und dann hatte sich Coca-Cola gedacht, ey, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Und was haben die gemacht? Auch die gleiche Creative, aber eine neue Copy, Everybody Wants to be a Hero. Und das ist natürlich dann deren Kleid, also deren, wie sagt man,
Uniform als Held. Und was kann man daraus lernen? Auf jeden Fall für dich auch als E-Commercer, Dropshipper einfach, dass du immer weißt, zieh dich ein bisschen zurück aus der ganzen Situation, nimm es nicht so schlimm wahr, wie es eigentlich ist, wie kannst du das Beste daraus machen und kannst es eventuell sogar zu deinen Gunsten nutzen und eine starke Copy daraus machen, dass ja, die sich gewaschen hat. Und ich denke mal, diese Kampagne hat quasi beiden sehr gut getan. Das heißt, jetzt habe ich auch wieder für Pepsi und Cola Werbung gemacht. Das heißt, die haben alles richtig gemacht, oder? Also, wir sind hier gleich in der Attraktion. Das ist ein aggressives Eis und wir werden auch gleich sehen, warum es aggressives Eis heißt. Bleibt dran. So, jetzt nimmt man hier so drei Zutaten, die packt er auf seine Eismaschine, auf seine aggressive Eismaschine. Und dann fängt der Spaß jetzt gleich an. Das nennt man auch... Do you want to try? Yes, I try. Okay. I try. Let's go! Back one. Okay, das nennt man Guerilla-Marketing. Warum? Weil du hast keine Chance wegzugucken. Das heißt, alle müssen gucken und hier steht jetzt Eis. Ich zeige euch jetzt, wie man Eis macht. Dann bringe ich euch das alle bei. Erstmal, es ist wichtig, der Vibe, aggressiv. Du musst dir vorstellen, wie das Feinde sind, so Feinde. First, this. Aha. Okay, okay. Okay, I'm Profi. Okay. I'm Profi. Aggressiv. Bravo, länger. Faster. Fast. Feinde auslöschen, Enemies. Ice Cream. Guerilla Marketing. Ja, okay, you do. Ja, Mann. Ice Cream. Makina. Und das nennt man Guerilla-Marketing. Warum? Alle müssen schauen, wir haben auch geschaut. Dadurch hat man Traffic bekommen, die Augen und die Conversion, weil es eine neue Experience ist. Und so würde ich es auch vermarkten. Okay. Mama, taste it. Ah, joke. Very good. I like. Very fresh. 1%? 8, man. Also das ist genau das Beispiel, was wir nicht haben wollen, vor allem bei den Teilnehmern nicht. Das ist dieses Lotto-Launching-Mindset, was die Leute haben. Aber ja, manche Leute wollen halt mit Glück im Leben gewinnen, aber das ist nicht. Wir erzwingen Glück lieber. Ey, das war Gewinner was. Okay, das ist okay, alles zurück. Instant Cash, das ist, was die ganzen Dropshipper wollen die ganze Zeit. Vergessen aber, wie viel Effort dahinter steckt, dass man auch mal Instant Cash machen kann. Weil es geht nicht instant von Anfang an, weil man muss langfristig an dem Business arbeiten. Und ich zeige euch jetzt, wie man Instant Cash bekommt. Aber wie gesagt, es steckt viel Arbeit dahinter. Und wer da zu mehr wissen will, checkt meinen ganzen YouTube-Kanal ab. Dadurch kann man dann mehr Instant Cash bekommen. Instant Cash. Leider kann man hier nur so 300-500 Euro abheben, weil ja, wir haben diese Automaten einfach nicht. Man muss nicht den Stein zum Winner machen, das ist schon wichtig, wie da bei der Produktsuche. Aber es ist wichtig, wie die Technik ausgeführt wird, die Vermarktung. Und ich habe jetzt ein gutes Produkt gefunden, aber es ist nur ein potenzieller Winner. In den falschen Händen fletscht auch nicht gut, da kann man nur zweimal. In richtigen Händen fletscht er 20 Mal. Wie das Marketing. Ja, genau. 1, 2, 3, 4. Okay. Jetzt geht's zurück nach Hause, wird ein paar neue Values aufgenommen, weil wir haben nur noch eine Stunde oder eineinhalb Stunden, da geht die Sonne unter. Primetime nutzen wir noch, muss noch ein bisschen was produziert werden. Hälfte des Tages genossen, jetzt nochmal Hälfte gearbeitet. So. Ja, also viele machen ja immer von Originalfoto als Inspiration und kaufen sie dann Fake. Und ich
Lass mich von den Fakes inspirieren, welche cool aussehen, holen wir das dann in Original. Ja, das hier sieht auf jeden Fall geil aus. Bisschen subtil, nicht zu doll. Sieht cool aus. Und nochmal ganz kurz, wie viel Zeit kannst du die Woche investieren fürs Dropshipping-Business selbst? Wir haben hier ein Geschenk, was der gute Emilio mir hier gemacht hat. Er will sich nicht zeigen, der schämt sich noch gerade. Zeig dich doch mal, Mensch, für meinen Vlog, Emilio. Hallo. Da ist er auch schon. Ja, das ist ein geiles Intro, Bro, ehrlich. Boah. Vielen Dank, Digga. Wie viele Stunden war das, so Arbeit? 4,5 Tage am Stück. Ach du Scheiße. Alter. Ich hatte gerade noch ein kurzes Gespräch mit einem zukünftigen potenziellen Klienten oder Teilnehmer, Kunden, und der möchte mit Dropshipping starten, war damit schon ein bisschen in Berührung gekommen, aber hatte noch nicht gestartet, hatte sich noch nicht wirklich getraut, weil es gibt so viele kostenlose Strategien da draußen, es ist völlig überwässert alles an Informationen. Er fragt sich, hey, funktioniert dieses gesamte Business einfach noch so in diesem Modell einfach nur noch? Und dann habe ich ihn wirklich erklärt, und diesen Impuls möchte ich dir jetzt auch mitgeben, dass es einfach nur Handel ist. Also der Handel hat immer funktioniert. Die Nachfrage war immer da, beziehungsweise wir brauchten immer irgendwelche Problemlöser. Ob es dann irgendwann war für Klamotten, dass wir nicht mehr nackt rumlaufen, ob es irgendwann die Fortbewegungsmittel waren, dass man nicht mehr auf Pferden rumreitet, sondern ein bisschen schneller mit einem Auto und so weiter. So, oder Fahrräder wurden irgendwann erschaffen. Das waren alles mal Winning Products zu einer gewissen Zeit. So. Und dem habe ich erstmal sehr stark deutlich gemacht, dass es eigentlich Handel ist. So. Und das Medium wird sich immer nur verändern. Das heißt, es ist Online-Handel. Ja, es hat sich irgendwann dann auf. Irgendwann war es ein Marktplatz erstmal noch, die Leute haben rumgeschrien. Dann war es ein Online-Marktplatz, Amazon, Online-Shops und so weiter. Und irgendwann wird es vielleicht sein, dass wir über Gedanken etwas steuern und dann bestellen. Und dann wird es per Drohne sofort nach Hause geliefert. So. Das heißt, der Handel an sich wird niemals aussterben. Da muss schon sehr viel passieren. Und selbst dann wird dann immer wieder mit einer anderen Währung bezahlt. Einfach die Währungen werden sich ändern und das Medium wird sich immer wieder öfter ändern. Aber sonst nichts. Also der Handel wird immer bestehen bleiben. Und das heißt, das Einzige, was du meistern musst, ist das Marketing so gut, dass du die Menschen beeinflussen kannst, in dem Sinne, dass du sie natürlich überzeugst mit den Schmerzpunkten, mit den Werbetexten, mit den Creatives, so, und natürlich mit dem geilsten Produkt, dass es zu der Zeit auch passt. Weil wenn du jetzt gerade ein Auto verkaufen willst, was auch schwierig wird, oder sagen wir mal eine Sonnenbrille, das ist jetzt nicht mehr der neueste Schrei, so, die Sonnenbrille. War es vielleicht mal vor ein paar hundert Jahren, je nachdem, wann hier rausgebracht wurde. So, und da war es zur heißesten Zeit ein neuer Winner. Also heißt, der Zeitpunkt ist natürlich auch wichtig und was man genau verkauft, aber die Vermarktung super essential, weil das alleine reicht nicht aus. So, dadurch hat er das schon mal sehr viel besser gegriffen und verstanden, aber was mich immer noch gestört hatte, war dieses Startkapital. Der hatte 2000 Euro Startkapital und erwartet wirklich mit so einer Erwartungshaltung und mit so einem Effort, den er reinpacken möchte, von seinem Zeiteinsatz, was 5 Stunden die Woche sind, was du nicht erwarten kannst, dass du mit 5 Stunden die Woche und 2000 Euro Startkapital, dass du damit ein dickes Business aufbauen kannst, womit du auf einmal 100.000, 70.000, 50.000 Umsatz im Monat machst und voll passiv dein Leben genießen kannst, überall hin reisen kannst, wohin du willst und dein Leben leben möchtest und von überall aus arbeiten kannst, das kannst du doch nicht erwarten. Bitte. Also, wo sind wir denn hier? Ja? Wir sind hier doch nicht bei Wünsch dir was. Das kennt man von den Eltern noch, so diesen Scheißspruch. Die Erwartung sollte gedroppt werden und der Effort, also das heißt die Mühe, die man reinsteckt ins Business, an Kapital, an Lernbereitschaft, an Fokus, an Zeit, an Disziplin, an Beharrlichkeit, sollte sehr viel höher gesteckt werden als das, was man Erwartungen hat. So, weil sonst wirst du enttäuscht, hörst irgendwann auf, gibst auf, wie es die meisten tun. Und deshalb, du siehst ja auch immer nur die Spitze des Eisbergs. Und das habe ich ihnen auch versucht zu erklären. Aber manche Leute sind mindset-technisch einfach nicht ready dafür. Dann habe ich natürlich wiederum andere Leute, die so geil vom Mindset her sind, die wirklich direkt 10, 15k gespart hatten über Jahre hinweg, starten ein Business und sind auch bereit, da sehr viel Zeit neben ihrem Job sogar noch 20, 30 Stunden die Woche wöchentlich zu investieren. Das ist die beste Voraussetzung. Da muss die Lernbereitschaft da sein und da muss der Wille dafür da sein, immer besser werden zu sein. Weil wie willst du sonst bessere Ergebnisse produzieren? Die Lernkurve muss besser werden und dadurch wirst du automatisch bessere CPC-Kosten erreichen und sehr viel geilere Ergebnisse produzieren. Deshalb
sehr, sehr wichtig. Betrachte es, um das abzuschließen, als vollwertiges Business und nicht einfach nur aus so einem Kinderzimmer-Business, ja? Wie es die Kinder da draußen tun. Mit dieser Erwartungshaltung, ich werde nächsten Monat Millionär. Deswegen das nochmal als letzten Impuls auf jeden Fall für dich. Ich hoffe, du machst was daraus. Ja, wir waren jetzt gerade am Strand, haben gerade nochmal ein YouTube-Video gedreht. Sehr, sehr starker Value mit drin. Zwar ein bisschen Mindset-technisch, nicht so praktisch jetzt, wie man einen Shop aufbaut, aber sehr, sehr wichtig, wie du langfristig performst. Ganzes Thema Hustle-Kultur. Also, dass die Leute, wirklich typisch Gary Vaynerchuk, dass die halt 24-7 hustlen und du musst noch krasser werden und noch krasser. Das kann sehr unzufrieden machen und sehr unglücklich. Und du musst da, ich würde nicht sagen, eine Work-Life-Balance finden, aber schon eine Mitte finden, dass du halt gut funktionierst. Und dafür habe ich ein YouTube-Video extra gedreht. Deswegen check das gerne ab. Habe ich auch als Podcast schon ausführlich mit dabei. Und ich denke, das wird jeden Einzelnen gut tun, der irgendwas auch nur online-technisch macht. Mick. Ja. Work-Life-Balance sehr wichtig, ne? Ja. Das war's. Danke. Ja, bitte.